Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin mal wieder bei Toni Forelli im Oldenburger Land und heute nicht zum Angeln, sondern ich gucke mir hier Baggerarbeiten an, denn hier werden zwei Teiche umgestaltet und aufgebaggert und die Wasserqualität soll verbessert werden. Wie an vielen Anlagen ist auch diese Anlage im Augenblick geschlossen, weil es ist alles zugefroren. Und selbst hier laufen ein paar Lüfter, damit die Fische auch noch Sauerstoff bekommen unter der Eisdecke. Aber zum Angeln reicht das einfach nicht aus. Und deswegen möchte ich eben heute hier so ein bisschen was anderes zeigen, was eben auch noch dazugehört zu so einem Forellenteich. Nämlich diese ganzen Arbeiten, die im Winter gemacht werden, die kosten natürlich auch richtig Geld. Also so eine Umbaumaßnahme, wie hier im Augenblick gemacht wird, das ist eine ordentliche fünfstellige Summe. Ja, moin Thorsten. Moin Michael. Willkommen in der sibirischen Kälte. Ja genau, die russische Peitsche hat uns im Griff. Ja. Was habt ihr denn hier für eine Baustelle? Ja, wir haben uns überlegt, den Zweier attraktiver zu gestalten. Ja. Das heißt, der war ja, so wie du es damals in deinem Video erklärt hast, wie eine Badewanne aufgebaut. Genau. Mittlerweile auch relativ flach. Ja. Und relativ viel Schlamm hat sich angesammelt in den letzten Jahren. Ja. Und wir haben jetzt die Zeit genutzt, wo nicht so viel los ist, den Teich auszubaggern, die Schlammschichten zu entfernen und den Teich ganz anders zu strukturieren. Ja, das Ausbaggern wegen des Schlamms ist eine Sache, die auch regelmäßig gemacht werden muss. Ich habe ja im letzten Jahr schon mal darüber berichtet, in Ahlen-Dollberg, dass die das auch gemacht haben, ja. Weil es eben einfach, je mehr Schlamm in so einem Teich drin ist, umso weniger angenehm ist das auch mit den Fischen. Ja, es verbessert natürlich enorm die Wasserqualität. Ja. Wir haben keine Faulgase, die Wassertemperaturen sind natürlich in der Tiefe, gerade im Sommer, für den Fisch optimal dann. Ja, das ist eine zweite Sache. Ich meine jetzt erstmal einfach so praktisch die notwendigen Arbeiten, die gemacht werden müssen, die aber sich einige Anlagen natürlich auch sparen. Dass sie sich da sparen, das ist natürlich... Einfach es ist ein enormer Kostenfaktor, genau. Einen Teich so zu entschlammen, wie wir es machen. Ja. Und wir haben dann gleichzeitig gesagt, wir bauen ein paar Feinheiten mit ein, sprich ja. eine Flachwasserzone bis tief. Und das Tiefe hat halt den Vorteil, die Fische werden im Sommer sehr wahrscheinlich deutlich besser beißen. Den Fischen geht es besser. Ja. Wir sorgen dafür, dass der Fisch sich in dem Lebensraum Wasser sehr, sehr wohlfühlen wird. Ja, ja, ja. Und, ja. Insgesamt das Beißverhalten natürlich auch deutlich besser werden wird. Also ihr baggert den tiefen Teil aus bis über 7 Meter? Bis 7 Meter, so was hat er jetzt ganz genau. Genau. Dann hier vorne der Teil, der hat auch immer noch 3,5 Meter? 3,5 bis 4 Meter hier vorne sogar noch. Ah, okay. In dem Bereich ja. Das ist ja auch schon für einen Forellensee ganz schön tief. Das ist für einen Forellenteil schon eine ordentliche Tiefe. Ja. Ja. Und dann macht ihr eine Flachwasserzone rein, wo sich das Wasser auch regenerieren kann, also mit Kiesschichten und mit Schilf und so weiter damit. Dann als Ruhezone auch mitgedacht, das heißt ja. Hier vorne der Bereich wird demnächst nicht mehr beangelbar sein. Ja. Wir werden den auffüllen mit Kies und Pflanzen neu pflanzen ja. Und demnächst dann mit einer Pumpe das Wasser über diese
schief verteilen. Das heißt, dadurch werden wir auch einen biologischen Filter haben. Ja, genau. Das meine ich, um einfach die Wasserqualität auch da nochmal positiv zu verbessern und zu erhalten. Ja. Thorsten, das wird jetzt der tiefe Teil. Da hinten haben wir dann den tiefsten Teil. Ja. Ungefähr eine Tiefe von 7 Meter. Ja. Allerdings das Ganze auch so ein bisschen flacher reinlaufen. Und was man besonders gut noch sehen kann, wir haben super Sandboden jetzt hier bekommen. Ja. Das heißt, es hat schon bald Badestrandcharakter. Ja. Also der ganze Schlammbereich ist alles weg. Ja. Und unter dem Schlamm haben wir dann halt den super Sandboden gefunden. Ja. Und darunter ist die Kiesschicht. Ja. Also besser konnten wir es gar nicht finden, dadurch haben wir ein paar Quellen getroffen. Das heißt, wir haben auch etwas kälteres Wasser dann im Sommer und der Teich wird sich jetzt alleine füllen. Hier vorne macht ihr eine Halbinsel? Ja, hier vorne haben wir jetzt eine Halbinsel hingebaut. Ja. Das heißt, man wird demnächst von den Seiten aus wunderbar angeln können. Ja. Wir werden Mutterboden auffahren. Und das Ganze nochmal mit Rasen neu besehen. Ja, und ja. In der Mitte noch zusätzlichen Grillplatz. Herr Thorsten, jetzt stehen wir hier vor eurem Kilo-Teich. Ja. Den habt ihr auch ausgebaggert. Den haben wir auch ausgebaggert, das haben wir gleich mitgemacht. Wir haben jetzt eine vernünftige Tiefe von 3,50 bis 4 Meter. Ja, wie tief hat er vorher? 60, 70 hat er noch gehabt. Okay, ja. Das ist natürlich, also schon eine Verdopplung der Tiefe ist natürlich auch eine Menge mehr an Wasser. Und von daher ist natürlich einfach schon die Wasserqualität. Die Wasserqualität wird sich mal tieferes verbessern. Man konnte hier sehen, wo kein Eislauf war, dass es schon relativ klares Wasser auch ist, was ja. Wasser ja. Ja. Und die Struktur haben wir hier relativ einfach gehalten. Wir haben den Schlamm entfernt. Haben bis auf da hinten ist ein Loch mit 4 Meter. Alles andere haben wir relativ gleichmäßig gemacht. Die Uferböschung werden wir jetzt noch neu befestigen. Und dann sind wir mit dem Teich hoffentlich zu Ostern aufwärmen. Ja. Wann wollt ihr Wiedereröffnung? Was heißt Wiedereröffnung? Aber Eröffnung der beiden Teiche? Die beiden Teiche wollten wir, wenn es alles so passt, Karfreitag wieder eröffnen. Den Lachsteich werden wir mit 200 Kilo Besatz eröffnen. Ja. Und den Kilopreis werden wir in den ersten zwei Wochen im Sonderpreis am Kilopreis machen. Ja, für die, das ist ja mehr so für die Einsteiger. Ja, nicht nur für die Einsteiger, auch für die Leute, die zum Räuchern mal eben ein bisschen Fisch brauchen. Ja. Die kommen auch ganz gerne hier. Ja, natürlich. Also, für mich persönlich ist ja wirklich interessant der Lachsforellenteich. Also, das ist ja sozusagen der kleine Lachsforellenteich. Ihr habt den großen, ja. Wo dann die großen Lachsforellen drin sind und hier das eben praktisch mit den kleineren Lachsforellen. Dann so bis 2 Kilo, 2,5 Kilo. Hier an dem kleinen? An dem kleinen, ja. Die sollten sein von 800 bis 1500, vielleicht mal mit 2 Kilo. Ja. Werden aber demnächst auch Goldforellen mitbesetzen. Und okay. Wenn man wirklich auch Saiblinge und ein bisschen die Fischvielfalt verändern in dem Tag. Ja, genau. Und die Saiblinge kann man ja jetzt auch besetzen, weil es einfach tiefer ist und auch kälter. Ja, eine vernünftige Tiefe, eine vernünftige Wassertemperatur und damit ist das Ganze dann möglich. Ja. Ja, ich werde zur Öffnung kommen. Gerne. Wir werden dann, denke ich, einen zweiten Teil machen, sozusagen, wie hat es sich verändert, wie sieht es dann aus. Ich hoffe, dass ihr bis dahin dann fertig seid, nicht, dass euch das Wetter noch Strich durch die Rechnung macht. Soll ja ab nächste Woche wieder wärmer werden. Ja. Können wir wieder weitermachen. Genau, wir hoffen. So ist es. Vielen Dank, dass du mir Bescheid gesagt hast, dass ich mir das auch angucken konnte. Das gerne. Ist ja eine Sache, die ich immer auch gerne eigentlich meinen Zuschauern zeigen möchte, dass es ja, was eigentlich so dahinter steckt noch. Was ist das Besondere noch an Forellenteichen? Ich möchte demnächst auch nochmal Züchter besuchen und auch da nochmal ein bisschen zeigen, wie man sowas macht. Wenn euch der Film gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo sehr freuen. Daumen hoch. Und wir sehen uns demnächst wieder am nächsten Donnerstag. Bis dahin wünsche ich euch jede Menge dicke Fische. Bis dann. Bis dann. Tschüss.